Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder bei Star Stable Online und weiter geht's. Wir stehen hier schön am idyllischen See von, oder See, oder ist das nicht schon, kann man schon fast, doch, das ist das Meer, ne? See ist gut, das ist das Meer. Wir stehen hier auf jeden Fall auf dem Steg und schauen uns dieses wunderschöne, genießen diesen wunderschönen Ausblick aufs Meer. Ne, neben uns sitzt hier eine kleine Möwe, das hat richtig was, ist richtig idyllisch. Hier stehe ich mit Rania und zwar sind wir hier hingeritten in der letzten Folge, weil wir den Stimmzettel abgeben mussten. Ja, an eine Dame, die jetzt einen Angelausflug gemacht hat und die uns helfen will, dass wir die Mama von der Rania ja, zur Kandidatur aufstellen können. So, jetzt haben wir das erledigt. Jetzt müssen wir mal gucken. Das wird noch nicht alles gewesen sein mit unseren Wahlkampfvorbereitungen. Ich rede mal mit Rania. Also. Jetzt ist es offiziell. Meine Mama tritt bei der Stadtratswahl an. Jetzt müssen wir ihr das nur noch mitteilen. Wir treffen uns dann wieder bei mir, Celine. Ja, das machen wir doch dann einfach mal, ihr Lieben. Wir werden wieder zurück. Jetzt kennen wir auch mittlerweile den Weg. Kandidatin Sigri. Ja, Sigri ist halt ihre Mutter. Ne? Und das scheint eine total nette Frau zu sein. Die haben wir ja hier schon kennengelernt. Die hat auch das Herz am rechten Fleck und setzt sich hier wirklich für Ordnung und Gerechtigkeit ein. Und ich muss aufpassen, dass ich hier niemanden umreite. Dass ich hier mal nicht auch noch die Leute umniete, obwohl ab und an passiert es mir halt. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal wieder dahin. Mal gucken, was ihre Mutter sagt. Die wird wahrscheinlich Augen machen, ihr Lieben. Ach, und das ist herrlich. Ich könnte hier so, ich könnte stundenlang durch Nebelfall reiten, weil ich finde, das ist eines der schönsten Gebiete. Bisher, gesagt. Bisher. Ich habe mir sagen lassen, dass Epona wohl der Hammer sein muss. Epona und auch irgendwie Golden Hills soll auch schon sein. Ja, also die machen schon was. Das sind halt die neueren Gebiete. Ne? Das andere sind die Startgebiete, die ja jetzt auch überarbeitet werden. Das sind die Gebiete, die halt später erst kamen. Wie gesagt, ich habe es ja sowieso später angefangen. Für mich ist das eben alles neu. Ne? Ja, aber das Spiel insgesamt ist echt schick. Ne? Und ihr seht, dass eigentlich Wochenende ist. Also bei mir jedenfalls. Bei euch natürlich jetzt nicht unbedingt. Ich weiß nicht, wann ihr die Folge hier kriegt. Ja, und es ist halt voll, ne? Ist gleich ein bisschen voller. Ja, zumindest sieht man hier Leute. So soll das ja auch sein. So, und hier sind wir. Ach, ist das schön. Raiden Master lässt sich viel besser lenken hier mit der ganzen Ausrüstung, meiner Ausrüstung, die ich da drauf habe. So. In was für Schwierigkeiten seid ihr beide jetzt geraten? Glückwunsch, Mama. Du trittst bei der Stadtratswahl an. Das sind doch keine Schwierigkeiten. Was? Es gibt da eine bestimmte Vorgehensweise. Man kommt nicht so einfach auf den Stimmzettel. Vielleicht bei der nächsten Wahl. Nein, Mama. Dann da kann ich noch weitere 4 Jahre warten. Jetzt ist deine Zeit gekommen. Vertrau mir. Wir haben uns darum gekümmert. Die Sache ist offiziell. Ach, na gut. Wenn ich als deine Mutter eins gelernt habe, dann, dass es keinen Sinn ergibt, mit dir zu diskutieren, wenn du dich mal zu etwas entschlossen hast. Zieh mir die Sache durch. Juhu, leg los, Mama. Ja, wunderbar. Das sieht doch schon mal prima aus. So, dann leg mal los, Sigrid. Ne? Dann wollen wir doch mal gucken hier. Vielleicht können wir ihr hier noch irgendwie unter die Arme greifen. Die Wahl steht vor der Tür und es gibt immer noch so viel zu tun. Womit soll ich anfangen? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht erstmal beliebt machen bei den Leuten. Ne? Mal so ein bisschen was, irgendwie was sagen. Ne? Morgen ist die große Veranstaltung, bei der die Kandidaten ihre Ideen vorstellen, für die man sie in den Stadtrat wählen sollte. Das ist deine Gelegenheit, alle mit deinen großartigen Ideen zu beeindrucken, Mama. Ihr wisst doch, dass ich nicht gut vor Publikum sprechen kann. Das war eine schreckliche Idee. Die Leute von Danda lieben dich, Mama. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Was hältst du davon, die Rede erstmal mit uns zu üben? Ja, das ist eine super Idee, Rania. Ja, genau. Das sollten wir vielleicht mal mit ihr machen. Okay, das kann ich tun. Aber zuerst bringe ich die Aufzeichnung in Ordnung. Bürger von Dandal. Ja, so, jetzt steht sie da oben. Das sieht doch schon mal eigentlich ganz vielversprechend aus. So, können wir da jetzt irgendwie... Nee, wir können leider nicht die Kamera drehen. Und Celine kriegt, glaube ich, schon die Krise. Oder wie sieht das hier aus? Sie hat ja so ein bisschen, so leicht abwehrende Handbewegungen gemacht. Und deswegen hoffe ich, dass Sie für mich stimmen. Ja, das Ende war doch schon mal gut. Und wie war ich? Ja, ich würde sagen, das Ende war super. Es war schon mal nicht schlecht, Mama. Celine, du weißt doch immer, was man sagen muss. Vielleicht kannst du Mama ja ein paar Tipps geben, wie ich weiß, was ich sagen muss. Leute, wie kommt ihr denn da drauf? Ja, wie sollte ich mich den Leuten vorstellen und ihnen den richtigen Eindruck von mir verschaffen? Ja, Celine, dann gib dir jetzt mal Mühe. Was würdest du denn jetzt sagen? So, dann gucken wir uns das doch mal an, hier unsere 3 Möglichkeiten.
Ja, also das Letzte, das nehmen wir schon mal nicht, ne? So, und das mit den Hinterwäldlern auch nicht, aber das nehmen wir hier. Hallo Dandal, wer will mit mir die Welt verändern? Ja, das ist doch nicht schlecht, ne? Kein schlechter Anfang, aber wie soll ich weitermachen? So, dann gucken wir mal. ihr verdient einen Stadtrat, der nicht für euch spricht, sondern euch auch zuhört. Das ist doch auch nicht schlecht. Gut gebrüllt, Celine. Und nun zum entscheidenden Punkt. Wie schließen wir diese Rede ab? So, das ist eigentlich alles drei schlecht. Wir versprechen irgendwas, was wir nicht halten können. Wo sollen wir denn die ganzen Ponys hernehmen, Leute? Wenn ihr jetzt mitliest, dann wisst ihr, was ich meine. Also, wir versuchen, das Harmloseste zu nehmen. Stimmt für Sigrid, die einzige Kandidatin, die jeden in Dandal ein kostenloses Pony verspricht? Oje. Wenn ihr mich zu eurer Stadträtin macht, gibt es Ponys für alle? Oje, oje, Leute. Ja, komm. Wenn ihr mich zu eurer Stadträtin macht, gibt es Ponys für alle? Wenn ich den Posten habe, bekommt jeder ein kostenloses, also den kostenlosen Ponys für alle. So. Kostenlose Ponys? Ich weiß ja nicht. Hört sich wie eins von den falschen Wahlversprechen an, die Skoll immer macht. Ja, ich kenne da noch so ein paar Leute. Nun gut, ich denke darüber nach. Ende. Ja, das ist doch schon mal wahr, aber nicht schlecht. Also das mit den kostenlosen Ponys, Celine, da hast du dir ja irgendwie auch einen aus dem Hut gezaubert. Was wollen wir denn machen? Wo wollen wir die denn hernehmen? Können wir auch wirklich nur noch aus dem Hut zaubern? Kein Mensch kann Ponys verschenken, ihr Lieben. Also echt. Naja, so, jetzt quatschen wir noch mal mit ihr. Du hast großes Talent für öffentliche Reden, Celine. Warst du bei dir zu Hause im Schülerrat? Egal, vielen Dank für deine Tipps und meine Rede. Ja, ich weiß nicht, Celine ist da einfach, die ist halt vielseitig begabt. Die wird auch von jedem hier irgendwie engagiert. Ne, das ist ja, die war ja gar nicht lange da, da hatte sie ja prompt schon die Angebote und konnte sich gar nicht mehr retten, zu was die alles da irgendwie ja, engagiert wurde. Ich wundere mich da um gar nichts mehr. Die kann es halt einfach. So ist das, ne? Wenn man Celine ist, heißt, dann geht das, ne? Und wie gesagt, überhaupt geht's jedem so, der hier irgendwie in dieses Spiel eintaucht, der wird dann halt zum Superhelden. So, nachdem morgen die Wahlkampfveranstaltung stattfindet, geht mir alles Mögliche durch den Kopf. Ich weiß, dass ich eine Mütze Schlaf nehmen sollte, aber in der aktuellen Lage finde ich einfach keine Ruhe. Sag mal, Celine, wie soll ich mein Bestes geben, wenn ich noch nicht mal schlafen kann? Ja, das weiß ich doch nicht. Woher soll ich das denn jetzt wissen? So, keine Ahnung. Arme Mama, wir müssen etwas unternehmen, sehe ich auch so. Oh, ich weiß, wer uns da helfen kann, Dr. Iron. Sie weiß alles über alte Heilmittel. Bestimmt kennt sie auch einen Trick, mit dem Mama ein wenig Schlaf findet. Ja, das wollen wir mal schwer hoffen. So, wo ist die denn? Ach, da hinten, die steht auch schon wieder bei uns im Garten rum. Ja, die ist wohl gerne hier, ne? Ist wahrscheinlich immer gerne zu Besuch. Sigrid kann nicht einschlafen. Ja, den Umständen entsprechend ist das ziemlich normal. Ja, das glaube ich auch. Also ein bisschen Lampenfieber hätte ich auch, ne? Wobei ich eigentlich, ich habe tatsächlich auch so einen Beruf, wo ich vor Leuten reden muss. Deswegen, mir macht das wenig. Ja, kurz vor Schluss haben Rania und du die Stimmen gesammelt, um Sigrid in letzter Minute auf die Wahllisten für die bevorstehende Wahl zu setzen. Kein Wunder, dass die arme Frau so nervös ist, dass sie keinen Schlaf findet. Ja, ehrlich gesagt freut es mich ja, dass ihr Sigrid ein bisschen Feuer unter den Hintern gemacht habt. Ich kenne sie ja erst seit kurzer Zeit, aber ich bin der Ansicht, dass sie die geborene Stadträtin ist. Dandal wäre mit jemandem wie ihr als Vertreter besser dran. Ja, wenn Sigrid ein bisschen Hilfe beim Einschlafen braucht, dann habe ich da einen kleinen Trick für euch. Eine entspannende Tasse Tee. Zum Glück braucht man dafür nur ein paar Zutaten, die man gleich hier im Nebelfall findet. Hier habt ihr eine Liste. Sucht die Sachen und bringt sie zu mir. Jo, jetzt dürfen wir hier Blumen pflücken, oder wie? So, dann wollen wir uns erstmal mit Rania unterhalten. Die wird schon wissen, was wir brauchen. Rania, wir sollen hier irgendwie die Zutaten besorgen. Kennst du dich damit aus? Dr. Iron Spezialrezept für einen Schlaftee. Magst du es mal vorlesen? Na klar. Jorvikscher Ingwer, frische Beeren, Quellwasser, ein Kinderspiel. Ja, dann ist ja gut, wenn sie das sagt, ne? Die erste Zutat für Sigrid Schlaftee ist wilder Jorvikscher Ingwer. Ziemlich einfach. Den haben wir ja schon mal gesammelt, nicht wahr? Er wächst überall in Nebelfall, direkt vor den Stadttoren. Stimmt, den hatten wir schon mal gesammelt. Das kennen wir, ne? Ich glaube, das war das Gegenmittel und sie düst gleich ab. Tschüss, Rania, sag doch einfach was, Mensch. Wieso haut die denn immer so ab, ohne was zu sagen? So, ja. Guck mal hier, ne? Da sind auch schon die nächsten Aufgaben. Wir haben ja auch noch Nebenaufgaben. Da, wo wir vorbeigedust sind, das ist der Tierhändler. Mal gucken, was das gibt. Da muss ich auch noch hin. Aber wir werden erst diese Hauptstory verfolgen. Normalerweise mache ich das ja so, weil das ist ja jetzt irgendwann aufgepoppt, dass ich das dann später hinten dranhänge.
Aber ich werde es so machen, dass ich, glaube ich, dieses Gebiet komplett abschließe, weil ich mitbekommen habe, hat man mir zumindest so als Tipp gegeben, da kommt, das ist so in sich abgeschlossen, das Gebiet. Das ist nichts, wo man zwischendurch nochmal hin muss, bis jetzt, ne, sage ich jetzt mal so. Also das ist, glaube ich, in sich abgeschlossen, so relativ. Deswegen kann man die Aufgaben hier erledigen, weil man in dieses Gebiet eigentlich vorläufig nicht mehr reinkommt. Und ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so rumstehe. Mensch, nicht bummeln! So, ja, reden und lenken, ne, und reiten hier und, ach, weiß ich auch nicht, meine Güte. Ja, ja, so ist das. So ist das. Und dann hat man noch zu viele Sachen im Kopf auch noch. So, das nehmen wir jetzt mal mit. Jetzt haben wir aber alles erledigt. Nee, deswegen werde ich das hinten dranhängen. Also ich glaube, das kann sein, dass da noch so zwei, drei Nebenaufgaben sind, die nicht ganz so lang sind. Die werden wir auf jeden Fall mit erledigen, bevor wir dann dieses Gebiet abschließen. Das heißt, wir sind noch eine Weile hier. So, Rania. Wir haben den Ingwer. Also. Ich rieche den wilden Ingwer an deinen Fingern. Er erinnert mich an Lebkuchen und schneereiche Nächte. Gemütlich. Damit sollte es klappen. Ja, das ist wohl so. Für sich allein ist wilder Ingwer ziemlich bitter. Dr. Iron empfiehlt, dass wir ein paar Blaubeeren pflücken und sie in den Tee geben. Aber ich finde einen Beerenmix dann doch geschmackvoller. Zum Glück gibt es hier auch noch reife Moltebeeren. Oh, und Preiselbeeren würden dem Tee eine angenehme Schärfe verleihen. Blaubeeren, Moltebeeren und Preiselbeeren. Meinst du, dass du sie alle findest? Na klar, wir gucken jetzt einfach. Wir machen mal ordentlich die Äuglein auf und werden jetzt gucken, wo wir hier unsere Blümchen bzw. unsere Bärchen hier irgendwie finden. Bärchen, ja, keine Ahnung. Moment, ist das jetzt hier, was ist das jetzt? Ist das jetzt jenseits des Flusses oder nicht? Und wir sind jetzt schon wieder falsch rumgeritten. Oh je, ich und mein Orientierungssinn, Leute. Ja, ja, aber da oben, da glitzert irgendwas. So, das sieht doch gut aus. Ab rein ins Blaubeerfeld. Zack, erstmal alles mitnehmen, was man hier kriegen kann. Oh, das fängt doch gut an. So, supi. Supi, supi. Und da oben gibt es auch noch was, oder? Klar, hier sind die anderen Bären. Solange es keine echten Bären sind. So. Ja, und dann müssen wir nochmal runter. Da unten ist auch noch irgendwas. Ja, wir nehmen jetzt hier mal den steilen Berg. Schande. Oha, ja, aber hier reiten doch so einige rum, ne? Ist ja auch total die schöne Landschaft, Leute. Ich weiß gar nicht, wo ist denn das, meine Güte? Wo müssen wir denn hin? Oh, das ist aber ganz weit weg, oder? Oder meine ich das nur? Hier oben war ich, glaube ich, noch nie. Jetzt macht hier erstmal mein Pferd wieder zicken. Gehst du wohl weiter? Was ist das denn da hinten? So. Ja, also er levelt hier irgendwie total schnell, habe ich den Eindruck. Da vorne sind auch noch mal Beeren. Hier, zack. So, wir haben es geschafft, oder? Ne, wir haben es nicht geschafft. Uns fehlt noch eine Stelle, die da hinten. Aber wenigstens haben wir es jetzt auf Anhieb erkannt. So, fertig. Jetzt wieder ab, zurück zu Rania. Hier über diese Brücke, über diese kleine. Ach, ist das niedlich. Mir gefällt das gut. Kann man hier nicht Housing hinmachen? So Häuser und so, die man dann selber bewohnen kann. Das wäre doch cool. Dann haben wir auch so einen Garten. Dann können wir unser Pferd in den Garten stellen. Sieht man das wenigstens, wenn er auf der Wiese steht. Nicht nur so virtuell, nee, also ich meine, virtuell ist das Ganze ja sowieso, ne, aber wie gesagt, man kann halt nicht beobachten, wie die Pferde auf der Wiese rumlaufen in einem Spiel, das geht leider nicht. Das sieht man nur so als Bild quasi. So, wir haben alles, du hast sie gefunden, wir kochen nur Tee und keinen großen Topf Marmelade, also glaube ich nicht, dass es jemanden stört, wenn ich ein paar davon stibitze. Natürlich nur zur Qualitätskontrolle, vertrau mir, niemand wird sie vermissen. Lecker, Beeren, Saba. Ja, schön. Also ihr schmeckt schon mal. Das Letzte, das unsere Ärztin für Mamas Tee braucht, ist kristallklares Bergwasser. Ich hab's. Wir nehmen eine von den Flaschen von Go Water, die die GED hier gelassen hat. War nur ein Witz. Wer weiß, welche Zusätze und Konservierungsstoffe die da reingetan haben. Warum auch abfüllen, wenn wir das Wasser direkt von der Quelle holen können. Ja, richtig. Das machen wir doch mal. Wir haben jetzt hier wahrscheinlich den Eimer, hat sie uns mitgegeben. So, und dann reiten wir da auch mal runter zur Quelle. Da waren wir auch noch nicht, ihr Lieben. Jetzt sehen wir die Quelle. Ich glaube, dass wir da noch nicht waren. Mal sehen, das sieht so aus. Wenn ich mir hier das auf der Karte angucke. Nee, da waren wir noch nicht. Ja, dann gucken wir uns das nochmal an. Ich glaube, da geht's runter, ne? Also, nee, ich glaube, da waren wir da. Ich habe keine Ahnung. Also, ich komme hier schon ganz durcheinander. Seht ihr, und hier liegen überall Bäume, ne? Baumstämme. Ja, und jetzt stellt euch das mal nachts vor. Das ist hier echt spooky, ist das. So, wir brauchen das Inventar, ne? Zack.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Celine steigt jetzt einfach doch mal ab. Ne? Besser ist das. Ich weiß nicht, ob sie sitzen bleiben kann, aber wir steigen jetzt einfach mal ab. So, ach, ist das herrlich, ne? Ist das wohl schön? Sieht doch gut aus, ne? Ich mag das Spiel. Also das Spiel ist echt hübsch. So, und Ranja ist uns irgendwie gefolgt. So. Ja, vielleicht will sie ja mit uns um die Wette galoppieren. Wir kennen ja ihr Temperament. Macht ja, schlägt uns ja laufend irgendwelche Rennen vor. So, Ranja. Wir sollten mit den Zutaten zu Dr. Iron zurückgehen. Mama hat einen großen Tag vor sich und braucht ihre Ruhe. Ja, genau. Das ist, das machen wir auch. Wir können ja nicht warten lassen und wir müssen uns sowieso mal beeilen. Jetzt ist mich gleich schon wieder die Viertelstunde rum. Halt durch, wir sind gleich da. Zwei tolle Reiter und ebenso tolle Pferde. Dellinger und Ravenmaster. Was hältst du davon, wenn wir die Gunst der Stunde nutzen und ein kleines Rennen veranstalten? Ja, ich hab's doch gesagt, Leute. Wir machen hier nur noch Rennen. Nachdem du nun schon einige Zeit in Nebelfall bist, brauche ich dich ja nicht mehr zu schonen. Bereit, Celine? Ja, bereit. Und glücklicherweise sind wir gut ausgerüstet, ihr Lieben. Das wird bestimmt auch nicht so einfach. Ja, und wir können ja auch schon mal trainieren, ne? Weil ich glaube, die Rennen sind auch nicht einfach. Und nein, was ist das denn? Das war schon ein schlechter Anfang, seht ihr? Und das meinte ich damit. Das müssen wir nochmal machen. Aber wenn euch das passiert, dann könnt ihr einfach auf Neubeginn drücken. Das war jetzt natürlich der Vorführeffekt. Ja, wir haben gleich zu Anfang einen Baumstamm, ne? Und sie ist auch gleich zu Anfang weg. Da darf man sich halt nicht nervös machen lassen. Wenn man gut ausgerüstet ist, holt man sie nämlich wieder ein, wie ihr ja seht, ne? So, jetzt haben wir sie schon überholt, ne? Und das meinte ich mit guter Ausrüstung. Und einem hohen Level. Na, ich meine, Pferde kann man ja bis Level 15 leveln. Habt ihr ja jetzt mittlerweile auch schon mitgekriegt, dass das so ist. Und er ist Level 11. Er hat noch niemals die beste Laune. Also die Laune hier, die ist auch noch ausschlaggebend. Also Laune sollte möglichst auf grün sein. Na, dazu muss man das Pferd ständig regelmäßig füttern. Mache ich auch normal. Nur wie gesagt, er war wie alle anderen Pferde, die ich noch nicht reite. Die sind immer auf der Wiese. Und da werden die seltsamerweise nicht gefüttert, was auch total schräg ist. Es sei denn, man stellt eine Stallhilfe ein. Und da ich im Moment keine Stallhilfe habe, noch nicht, weil ich die noch selber füttern möchte, das mache ich aber später mit der Stallhilfe, hat er halt schlechte Laune, ne, weil er auf der Wiese war. Also, oder nicht so gute Laune. Aber ihr seht, das war jetzt gar keine Schwierigkeit. Das liegt aber an der Ausrüstung. Das hatte ich in der letzten Folge erklärt, deswegen gehe ich da jetzt nicht nochmal drauf ein. Ich habe Rennwerte hier drauf, so ziemlich, ne? Und das macht dann halt diese Geschwindigkeit. So. Donnerwetter, bist du schnell. Ich dachte, dass ich dank meines Heimvorteils einen Vorsprung haben würde. Aber es macht mir nichts aus, als Zweite einzulaufen. Ich bin froh, dass man sich auf dich verlassen kann, wenn es mal etwas schneller gehen muss. Ja, wir haben alles getan, meine Liebe. Da seid ihr Mädchen ja. Wir haben die Zutaten, Doc. Vielen Dank, Ranja. Dann nehme ich die mal und... Brauchen Sie wirklich nichts anderes? Ein Zauberkessel, der von Zwergen gefertigt wurde oder einen Silberlöffel von Jarls oder John Jarls? Ja, wie sprechen wir den denn jetzt aus? Ich glaube, John Jarls, persönlichen Chefkoch. Mag sein, dass Mama eine Pause braucht, aber Celine und ich wollen unbedingt weitermachen. Das kann ich mir gut vorstellen, aber leider habe ich schon alles, was ich brauche. So, sie hat alles. Sie hat alles. Sie hat alles. Ja, jetzt wüsste ich gerne, ob es da zu Ende ist oder nicht. Ich glaube, die eine Quest nehme ich noch an. Gerne. Das wäre erledigt. Schon haben wir eine Tasse beruhigenden Tee für süße Träume. Gib ihn Sigri und sie wird so gut schlafen wie noch nie. Ja, das machen wir auch noch mal eben ganz kurz. So, ach so, Moment. Ja, wie jetzt hier? Moment, die Tasse. Ach so, die haben wir jetzt immer noch im Inventar. Augenblick. So, dann machen wir das doch mal. So, jetzt haben wir die Tasse abgegeben. Was soll ich tun, Celine? Morgen ist die Wahlkampfveranstaltung und ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Oh, was riecht denn da so? Aber klar doch, das ist der perfekte Augenblick für eine heiße Tasse Tee. Habt vielen Dank. Ja, bitteschön. So, jetzt hat sie den Tee getrunken. Gut, und ja, was wird das denn jetzt hier? Bana. Ah, was für eine leckere Tasse Tee. Ich sollte vielleicht noch einmal über meine Rede gehen, aber... Gehen? Ja, wirkt doch schon. Bestimmt kann das bis morgen warten. Kannst du Ranja sagen, dass ich früh zu Bett gehe? Ja, das können wir gerne noch machen. Wir sagen Ranja Bescheid und ich hoffe, wir kriegen gleich ein Zeitsymbol. Das wäre total super, weil ich muss weg, Leute. Ich muss weg. Was für ein Glück, dass Mama endlich etwas Ruhe findet. Nun gut, für heute können wir nichts weiter tun. Wollen wir uns morgen hier für die Großkundgebung treffen, Celine? Ja, das klingt doch mal nach einem Plan, ihr Lieben. Das finde ich richtig gut. Dann machen wir das doch. Dann geht's morgen weiter mit der Großkundgebung.
ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich immer, wenn ihr guckt. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wir haben die Mama von Rania etwas ruhiger gekriegt. Jetzt flattern ihr nicht mehr so die Nerven. Und dann wollen wir mal die Däumchen drücken, dass das morgen alles klappt. Mal sehen, wie der Wahlkampf läuft. Ne? Wir werden live dabei sein, live und in Farbe. Ja, und ich freue mich schon drauf. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.